Die Stimmung ist heute sehr gut. Donald Trump hat mit seiner Fristverlängerung auf Strafzölle, auf mögliche Strafzölle hier für Erleichterung gesorgt. Man hofft hier auf eine Einigung und das treibt hier die Kurse. Zusätzlich hat die Ratingagentur Fitch das Rating von Italien nicht abgeschwächt. Das sorgt auch hier für gute Stimmung bei italienischen Staatsanleihen. Und was weiterhin noch für gute Stimmung sorgt, die deutschen Exporteure liegen laut dem IFO-Institut, sind doch vorsichtig optimistisch, was den Februar und dieses Jahr angeht. Donald Trump hat hier wirklich für Bewegung gesorgt. Der chinesische CSI 300 Index ist 5,95% fester. Das zeigt doch, dass man hier auf eine positive Lösung setzt.